Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem Kanal. Ich bin euer Bluefire und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Packbewerbung, Packtour auf unserem Kanal. Ja, ihr seht richtig, ich bin live und in Farbe. Ich bin auch leicht aufgeregt, das ist jetzt die erste Aufnahme. Ich hoffe, das funktioniert auch alles reibungslos und ich hoffe, ihr seid auch begeistert. Was heißt begeistert? Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen Feedback geben. Und euch das Video auch bis zum Ende anschauen, wäre cool. Auf jeden Fall würde ich mich über Feedback freuen, wenn ihr dann sagen könntet, was könnte man besser machen oder wie ist die Qualität, war die in Ordnung, war das gut so. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und kleine Einzelheiten hier nochmal vorweg, bevor wir jetzt hier loslegen. Und zwar sind wir, wie ihr schon im Hintergrund sehen könnt, in Farmwind Farm vom Random Planko. Da gibt es eine etwas größere Beschreibung, die möchte ich kurz mal vorlesen, wie immer bei jeder Packtour. Also, er schreibt, willkommen auf der Farmwind Farm. Auf dieser Farm wurden ursprünglich die besten Kürbisse im ganzen Land angebaut. Doch eines Tages wurden einige Ratten entdeckt, die die Kürbisse aßen und verseuchen. Ich muss mal den Ton ein bisschen leiser machen, einen Moment. Kurz darauf wurde das gerade neu gegründete Unternehmen Rataway eingestellt, welches mit seinem Rattengift aus 100% natürlichen Inhaltsstoffen und 100% Umweltfreundlichkeit wirbt. Sobald das Unternehmen samt Fahrzeugen und Labor angereist ist, starteten die Mitarbeiter, das Rattengift zu mischen. Jedoch kam es während der Mischung zu einer falschen Dosierung von Chemikalien, woraufhin eine Seuche ausbrach, die viel schlimmer war als die Ratten. Die Seuche machte aus allen Arbeitern der Farm und vielen Rataway-Mitarbeitern in kürzester Zeit Rattenmenschen-Kreuzungen, die alle Besucher der Farm verfolgten und töteten. Jetzt bist du dran und musst in Rathamical vor den Ratten fliehen, in Haunted durch den Wald neben der Farm schleichen und dabei nicht von Ratten erwischt werden und darfst beim Pestizider keine Pestizide berühren. Oh, wir kriegen eine Aufgabe. Der Park beinhaltet einen 52 Meter hohen Mack Multi-Launch Coaster, ein voll thematisierte Horror Maze, einen Flatride, eine Bierbar, einen Spare Ribs Imbissstand. Das schauen wir uns gleich mal genauer an. Der Park wurde innerhalb eines Monats für meinen Halloween Contest gebaut. Infos zum Contest hier, also gibt es eine YouTube-Seite oder er hat auch einen YouTube-Kanal, den verlinke ich euch auch noch in die Videobeschreibung. Da könnt ihr gerne auch mal reinschauen, genauso wie der Park auch. Der ist natürlich auch wie immer bei uns in der Videobeschreibung zu finden. Und ist deswegen nicht in allen Ecken vollkommen thematisiert. Außerdem muss man sich bei dem Horror Maze Haunted natürlich dazu denken, dass im Heufeld und in den Räumen davor in der Realität Scare Actors herumlaufen würden, die einen erschrecken würden, wodurch das Ganze natürlich nochmal viel gruseliger wäre. Okay, da müssen wir uns dann denken, hier wäre jetzt ein Erschrecker. So, vor dem Anschauen lesen, ganz wichtig, die Achterbahn benötigt die Realism Overhaul V3 Mod, damit sie funktioniert. Dort hat er auch auf dem YouTube-Kanal hat er dann auch erklärt, wie man die dann installiert. Vor der Fahrt mit Rathamical die Bahn als Sequenz mit Rathamical Trigger Sequenz starten. Muss ich gleich mal ausprobieren. Ich weiß nicht genau, wie er das meint. Beim Laden des Parks überprüfen, ob Rathamical Q-Trigger im Testmodus ist. Vor dem Horror Maze Haunted befindet sich eine Display-Steuerung, die für die Pre-Show aktiviert werden muss. Nach dem ersten Abschnitt der Maze ist in dem Zeit auf dem Tisch eine 2-Ablauf-Steuerung, die für die zweite Show aktiviert werden muss. Alle Media-Files einfügen habe ich gemacht. Könnt ihr euch dann auch auf Steam oder ihm auf der Seite runterladen. TMTK Collection herunterladen. Jetzt aber viel Spaß. Ein bisschen Horror-Feeling beim Ansehen. Random Planko. Also, es gibt so richtig viel zu sehen hier. Und ich zeige euch das mal ganz kurz hier.
was es alles hier zu sehen gibt. Also es ist tatsächlich recht klein gehalten. Wie gesagt, es ist ein Contest von ihm selber. Ich weiß nicht so recht, was er genau meint mit Wrathemical Trigger. Ich hoffe, also die Bahn fährt zumindest mal. Ich weiß halt nicht, ob es hier den Trigger jetzt noch braucht oder nicht. Also ich habe auf jeden Fall mal alles runtergeladen. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach das Ganze und ja, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, dann tut es mir jetzt schon mal leid und ich würde sagen, obwohl wir kein Halloween haben, starten wir jetzt hier unsere Horror-Park-Tour. So, als erstes werden wir hier begrüßt von einem Schild Biermenü. Hier haben wir dann alles Mögliche an Biersorten, Weinsorten und nicht alkoholische Sachen. Aber auch sehr schön hier mit dem Fass. Das ist eigentlich eine coole Idee. Mülltonne. Wrathemical Prestisitor Hunted. Ja, wirklich cool gemacht alles hier. Ich finde es auch cool, dass man hier reinkommt und dann hat man hier so das Schild an der Achterbahn hängen. Warmwind Farm. Finde ich cool. Hier gibt es einen Gang. Ah, okay. Alles klar. Ich war schon zu voreilig. Also hier ist echt alles voll geklatscht, ne? Ich finde das gut. Finde ich richtig gut. Toilets. Oh, hier mit Klimaanlage. Alles drum und dran. Oh, hier Seifenspender. Das ist ja auch cool. Das ist cool. Toilette, hier ein Kackhaufen. Oder Dreck. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir hier einen Pranger. Ist das ein Pranger? Keine Spiegel an der Wand. Aber die Toilette ist da. Das ist gut. Hier gab es auch keine Spiegel, ne? Nee. Okay. Toilette angeguckt. Hier ist nichts drin. Oh, cool. Zone Wi-Fi. Hier haben wir Free Wi-Fi. Wi-Fi. Ist überall Sounds. Homemade Beer. Hier gibt es auf jeden Fall das Bier. Ich muss den Ton doch noch mal ein bisschen leiser machen. Hier bei mir an den Kopfhörern. Da ist der Ausgang. Pristicida Hunted. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe es mal. So, dann gibt es hier Kürbis. Aber auch richtig cool gemacht, ne? Einfach so einen kleinen Stand gemacht. Ach, cool. Hier gibt's Fotos. Yeah, cool. Kann man seine Fotos abholen. An alles gedacht. An alles gedacht. So, hier geht's auch nochmal eine Tür. Aber ins Nichts. Und hier fehlt die Tür außen. Okay. Also das ist die Achterbahn, die werden wir auf jeden Fall mal zum Schluss nehmen, mitnehmen, weil ich würde es jetzt ein bisschen schade finden, dass... Aber hier sind so ein paar Figuren. Mach mal gerade Licht an. Ach cool. Sind die selber gemacht? Red One. Jason. Okay. Interessant. Cool, cool. Das sind auf jeden Fall Toolkits. Ah, auch cool mit dem Licht hier. Das ist doch richtig cool. Also hier fühlt man sich schon richtig horrormäßig, ne?
hier so ein Kürbissumpf. Ist das hier der Eingang? Oder wahrscheinlich der Ausgang von der Attraktion? Dann haben wir hier noch Redaway. Hat er hier noch sein eigenes Video drin, ja? Das ist cool. Redaway Us. Keeps the Red Away. Ja, cool. Ja, das ist die Chemikalie oder die Pestizide, die wir nicht anfassen dürfen. Und hier ist dann wahrscheinlich auch Stuff Only. Okay. Dann ist das hier unser Horrorlabyrinth. Und dann gibt es hier irgendwelche... Da ist es. Das sollen wir einschalten. Okay. Okay, und dann geht hier die Tür auf. Cool. Oh, welcome. I didn't notice you were already here. Thanks for coming, everyone. My name is Jeff Ware, and I'm the manager of Radaway. You all should have heard of the accident during the making of our Radaway poison. A lot of people already got infected. Luckily, I know this farm and found a way to escape from here. When this door opens, it is important that you stay together. I cannot assure that there are no rats in the forest behind this door. If you should see one, run. They come with chainsaws and other tools to hunt you down. After a few minutes, you should come to a tent. There should be some member wanting to tell you the way to the exit of the farm. And now good luck. And remember, don't get hunted. Okay, wir mussten tatsächlich warten, bis die Tür dann aufgeht. So, ein Pfeil hier rüber. Okay, hier sind dann so ein paar Skelette. Und dann erwartet uns hier ein Erschrecker dann. Dann wäre hier ein Erschrecker, genau. Okay, das sollten wir uns ja dann vorstellen. Ist auch cool hier. Ja, das hat was. So, dann gibt es hier so kleine Drehplatten. Ach, wie cool. Das ist doch richtig stark gemacht. So, und dann gibt es hier den nächsten Schalter, den wir dann anmachen müssen, ja? So habe ich das jetzt verstanden. Ich lese mir das Ganze nochmal durch. Beim Laden des Parks überprüfen wir. Ja. Ja, also ich weiß nicht, ob der Trigger jetzt drin ist. Wir werden es nachher sehen bei der Achterbahn. Und ansonsten beim Horror Maze. Display-Steuerung, die für die Pre-Show aktiviert werden muss. Nach dem ersten Abschnitt der Maze ist in dem Zeit auf dem Tisch eine zweite Ablaufsteuerung für die zweite Show aktivieren. Ah, okay. Also, hier, die müssen wir aktivieren und dann beginnt die zweite Show. Also, richtig stark. Gefällt mir richtig gut. In the maze there should somewhere be some stairs which lead to the office of this farm. There you should lock the doors. Ach so, können wir einfach jetzt weitergehen oder müssen wir warten? Okay, es dreht sich hier auf jeden Fall noch. Okay, hier sind so, hier ist eine Leiche mit den von den Ratten. Also ich glaube, ich möchte nochmal auf Play drücken, weil ich der Meinung bin, weil das läuft 39 Sekunden. Drei Objekte werden ausgelöst. Okay. Wir warten jetzt mal, bis hier das erste kommt, weil normalerweise ist es ja dann wahrscheinlich so zeitlich eingestellt, dass wenn das ausgeht. Okay, dann gehen wir hier raus und dann müsste jetzt hier irgendwas los. Ah, die Fußspuren hier. Ja, okay. Alles klar. Oh, heftig. Also, das ist ja schon richtig krass. Go to the right. Correct way.
That's not the correct way. Ah, krass, das ist ja ein richtiges Labyrinth jetzt hier reingemacht. Turn around. Boah, krass. This is right. Okay, I'll give you a clue. Find the exit. Okay. This is right. Exit. Wir wollen aber weiter hier gucken. Think logically. There is the exit. You like it? Ah, ist versperrt. Nice try, but wrong. Ja, lustig. This way. Well, was it that one? Ja, cool. If often think left is right and right is left. Ah, okay. Gut, verstehe. How long are you in here? Noch gar nicht so lang. This way or was it that one? So, da waren wir schon mal. Wenn wir jetzt hier lang gehen, dann kommen wir hier hin. So. Okay, that was not the correct way. Ich will halt nur gucken, ob wir hier irgendein Schild vielleicht verpasst haben. Aber ich denke mal, wir werden jetzt mal hier. Didn't you read the sign? Okay, jetzt bin ich selber. Jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen lost. So, jetzt schauen wir mal. Hier, turn around. Machen wir aber nicht. Wir gehen jetzt hier rechts lang. Da steht Exit. Hier ist eine Wand. At least you see it now. What are you doing here? You saw where the exit. Muss ich jetzt hier durch die Stangen durch oder was? There is the exit. You like it? Ah, okay. Okay. Nee, nicht okay. Ich bin doch verloren hier. Congratulations. Wir haben es doch geschafft. Ach, und da muss man hier die Leiter hoch. Okay. Oh, wie cool. Und dann erwartet uns hier sowas. Alter Schwede. Das ist ja noch ein richtiges Labor dann halt, ne? Und dann ist hier, ach, wie cool. Das ist richtig cool gemacht. Gefällt mir richtig gut hier, der Horrorbereich. Horrorpark. Und dann ist das ja auch noch gleichzeitig der Ausgang von der Achterbahn. Also sie fährt rückwärts. Aber das kann die auch so, glaube ich. On-Ride-Fotos. Ah, das war da mal richtig, richtig gut. Das war richtig, richtig gut. So, und jetzt gehen wir uns das Ganze nochmal hier an. Weil... Da waren ja doch so ein paar Sachen zu begutachten. Hier war es noch hell genug. So, und dann kamen wir hier hin. Und dann, hier, das fand ich ja... Also das hier finde ich ja richtig krank. Krank. Also heftig. Ich meine, das ist halt ein Horror-Maze, ne? Jetzt guckt euch das mal an. Pest from Call of Duty. Alles klar. Also richtig gut gemacht hier. Also das hier gefällt mir richtig gut. Auch hier mit dem Labyrinth, also da hast du mich erwischt. Da bin ich tatsächlich den falschen Weg gegangen. Ich wüsste jetzt sogar nicht mehr, wer wo wie lang. Turn around. Maybe? Also wieder ein neues Schild, ne? Oh no, you're wrong. Guck mal, hier waren wir noch gar nicht. So, genau. Das war dann hier lang. Und dann sind wir doch schon hier richtig. Jetzt habe ich doch noch recht gehabt. Gut, alles klar. Dann schauen wir uns mal noch die Queue-Line von dem Fahrgeschäft an. Wenn ich wüsste, wo. Ah, nee, warte mal. Hier ist Ausgang. Das Ausgang. Ist das hier dann der Eingang? Ja, müsste ja.
Müsste ja dann hier der Eingang sein. Okay, ich dachte, dass der Eingang führt nochmal woanders hin. Okay, gut. Dann sind wir ja schon soweit und können mal in Richtung Achterbahn gehen. Ah, richtig gut. Gefällt mir richtig gut hier. Ich meine, es ist ja bekannt, dass Random Plango gut bauen kann. Das beweist das hier mal wieder. Und das ist eins von seinen ersten, glaube ich, die er so krass thematisiert hat. Also, Chapeau. Ist schon ganz große Kunst. Gefällt mir richtig gut. Hier wieder alles dekoriert hier bei der Q-Line. An alles fast gedacht, ne? Das ist... Hallo? Hier auch die ganzen Reihen dann. Da sind Ratten drin, ne? Hab ich gar nicht gesehen. Ah, dann kann man hier so reingucken. Ah, okay. Man kann sich dann für eine Reihe entscheiden und dann kann man da reingucken. Dann sind da die Ratten. Klar. Gut. So, die Station. Wirklich schön gemacht. Ganz toll. Und jetzt kommt das große Highlight und hoffe natürlich, dass das jetzt hier auch so funktioniert. Wir setzen uns direkt rein und genießen mal hier unsere Fahrt. Gefällt mir richtig gut, die Bahn. Ganz toll. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass das ein Boomerang ist. Ja, genial. Also richtig gut. Hier und da in den Kurven ein bisschen ruckelig, aber da schauen wir auf jeden Fall mal drüber weg. Hier gibt es dann so ein paar Schalter, finde ich auch ganz cool, dass sie so aus der Wand rausgucken, dass die Mitarbeiter dann da die Knöpfe drücken. Und wir fahren jetzt hier nochmal mit, oder in einer anderen Perspektive. Wir fahren die mal von hinten mit. Ich weiß halt nicht, ob jetzt hier alle Trigger funktioniert haben, die hier gewünscht waren. Ich hoffe es sehr. Ansonsten wird der Random natürlich auch in den Kommentaren wahrscheinlich dazu schreiben, ob ich alles runtergeladen habe und ob auch alles funktioniert hat. Ob wir alles gesehen haben. Ich hoffe es natürlich. Auf jeden Fall stand hier auch irgendwas von wegen Trigger. Trigger Rhythm Sequenz. Trigger. Hier kann man aber auch keinen... Wo haben wir das denn? Schienenauslöser? Schienenauslöser. Hier gibt es auf jeden Fall noch so ein... Aber das ist... Was haben wir denn hier drin? Ah, hier gibt es noch jede Menge so Zeug. Display... Schattengestalt. Wie heißt das? Rhythm Trigger. Wir gucken jetzt mal hier schnell drüber. Nebel. Display. Okay, sind jetzt nicht wirklich beschrieben. Aber hier die ganzen Lichteffekte, das ist schon Wahnsinn. Richtig, richtig schön. Nee, gefällt mir richtig gut. Der komplette Horrorbereich ist echt Wahnsinn, obwohl wir kein Halloween haben. Ich fahr mal das Ding hier hoch und dann gucken wir uns das noch mal ein bisschen von oben an. Also es ist wirklich nicht groß.
Es ist alles klein gehalten. Wie gesagt, es ist halt ein Contest von ihm selber gewesen. Ich weiß auch jetzt gar nicht, wie viele da jetzt mitgemacht haben tatsächlich. Und ja, mir gefällt es wirklich sehr gut. Gerne mehr davon. Ich finde so die kleinen Bereiche mit richtig vielen Details mega gut. Vielleicht nochmal das Doppelte größer. Wäre auch cool, wenn man hier so das Doppelte hätte. Und ja, also ich gucke mir sowas dann viel lieber an, wie so, klar, natürlich, es gibt natürlich auch Parktouren, die jetzt Nachbauten sind oder sonstiges oder eigene Parks, da will man natürlich alles Mögliche reinmachen. Ist natürlich jetzt fürs Angucken, die jetzt einen riesigen Park bauen, bei einer anderthalb Stunde gucken, ist anstrengend. Dann habe ich lieber hier sowas mit so ein bisschen was, was so ungefähr eine halbe Stunde dauert, wo ich dann sagen kann, okay, das bin ich fertig, oder eine Dreiviertelstunde ist auch schon vollkommen super. Finde ich jetzt persönlich besser, ist aber auch nur meine Meinung. Jeder denkt dann natürlich anders, aber klar, man will auch seinen großen Park zeigen. Und wir machen das ja auch. Also es ist ja nicht so, dass wir es nicht gerne machen, aber es ist halt irgendwann, es vergeht irgendwann halt auch die Lust. Das hat aber auch nichts mit dem Park an sich zu tun, sondern man ist immer die ganze Zeit dran und dran und dran und dann dauert das halt Ewigkeiten. Ja. So viel dazu, warum auch immer ich das jetzt hier erzählt habe, aber ich weiß gar nicht, ob euch das interessiert. Ja, in diesem Sinne, wir sind hier tatsächlich durch. Ich hoffe, wir haben alles uns angeschaut. Ich werde, glaube ich, mal einmal kurz bei Tag einschalten und haben mal einen kleinen besseren Überblick nochmal. Aber ich glaube, wir haben alles soweit gesehen. Das hier haben wir uns angeguckt. Hier sind wir auch so dann dran vorbei. Genau, das war ja die Queue-Line für die Achterbahn. Den Shop haben wir uns angesehen, die Fotos. Ja, eigentlich haben wir alles soweit uns angeguckt. Klar, hier so Sachen, die sieht man halt nicht, ne? Wenn man hier mit der Achterbahn rüber düst, sieht man die kleinen Sachen alle nicht, ne? Aber wirklich cool gemacht. Gefällt mir wirklich sehr gut. Auch hier mit dem Silo, das sieht klasse aus. Ist ein bisschen unscheinbar, wenn man das von hier so sich anguckt. Ah, von hier so betrachtet, dann sieht man das Silo gar nicht so. Erst wenn man hier so im Park steht, kann man das Silo so richtig erst erkennen. Aber an sich reicht das vollkommen aus. Perfekt, super. Wir schalten wieder um auf 23 Uhr, so wie es ist, und ja, ich verabschiede mich jetzt von euch und bedanke mich fürs Zuschauen. Falls ihr euren Park natürlich auch mal zeigen lassen wollt bei uns auf dem Kanal, dann folgt uns doch bei Discord unter der Rubrik Parkbewerbung. Dort könnt ihr den Park dann hochladen oder zeigen, oder was heißt hochladen, bei Steam. Den Link vom Steam einfach da reinladen und dann kommt ihr bei uns in die Liste und dann bekommt ihr den Park auch unserem Kanal irgendwann zu sehen. Natürlich immer schön nach der Reihenfolge, hier und da geht es dann mal nicht. Dann machen wir halt meistens auch die größeren Parks irgendwie, wenn es zeitlich passt. Dann machen wir die natürlich zuerst. Aber ihr kommt alle auf jeden Fall dran. Also das soll mal gesagt sein. Und über einen Kommentar, wie euch das jetzt hier gefallen hat, dass ich hier jetzt zu sehen war, würde mich auch sehr freuen. Ein Like natürlich. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst doch gerne ein Abo da. Und ich würde sagen, macht's gut. Bis bald.